Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle da draußen, die uns diesmal zuschauen. Tolle Sache, wird bestimmt jetzt viele ansprechen, und zwar Stinkefüße AD. Geht das? Wir sehen uns gleich. Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle da draußen und Freunde des Schuhwidu-Kanals. Wir gehen ja dann so langsam wieder auf die wärmeren Jahreszeiten zu, die wärmeren Monate oder die milderen Herbst- und Wintermonate haben es ja auch türkischerweise ganz schön in sich, weil man ist ja sozusagen auf Kühle orientiert oder aus und muss mit einmal feststellen, ach du Gott, der Winter ist ja doch relativ mild. Und das Ergebnis, was ich habe, wenn mein Kind sozusagen am Ende eines Tages dann den warmen Winterschuh auszieht, sind eben halt die feuchten Füße. Könnte man natürlich jetzt ganz einfach revidieren und sagen, okay, dann zieht man halt nicht bei 12 oder 14 Grad plus den warmen Winterschuh an. Oder eben halt, ich ziehe Schuhe passend den Temperaturen an. Aber nicht immer bereitet ja sozusagen der eigene Schuhschrank die große Auswahl vor, dass man sagt, ich kann jetzt aus dem Vollen schöpfen. Deswegen wird es vor allen Dingen für Sie jetzt ganz interessant sein, weil wir sind ja auch immer wieder auf der Suche nach neuen innovativen Ideen, beziehungsweise wo ich immer meine, da hat der Kunde wirklich einen richtigen Nutzen von. Und es ist was Tolles, ein tolles Produkt, was wir immer im Zusatz zum Beispiel für unsere Schuhe mit anbieten würden. Oder ganz einfach, es kommt das Gespräch darauf im Laufe eines Verkaufsgespräches, und zwar sind das die Strümpfe. Werden natürlich immer mitunter ein bisschen belächelt, werden auch gerne immer, wie sagt man, so gut und günstig im 5er, 6er oder 10er Pack gekauft. Ja, irgendwie misst man der Socke jetzt nicht die große Bedeutung bei, wobei da wird uns jeder Orthopäde und jeder Podologe doch recht geben. Es ist ein unterschätztes Kleidungsstück, ich sag's mal so. Und jetzt, nachdem wir ja auch in den letzten Jahren schon unser Sortiment erweitert haben hier im Schuhwidu, das heißt also, wir führen nicht nur die klassische Baumwollsocke oder Baumwollmischgewebe-Socke, wir haben zum Beispiel jetzt auch Schurwollstrümpfe für die kühleren Jahreszeiten im Angebot, wir haben dünne Alpaka- und Merino-Socken im Angebot und jetzt sind sozusagen die neueren Errungenschaften die Bambussocke. Bambus ist sozusagen das neue Trendmaterial in der Textilwirtschaft, weil es sehr nachhaltig und sehr leicht anzubauen ist. Bambus ist also eine Pflanze, die man fast auf jedem Kontinent finden kann, die also sehr schnell wächst, die also immer wieder nachproduziert werden kann, ohne dass sie jetzt zum Beispiel mit dem großen ökologischen Fußabdruck einer Baumwollpflanze gleichgesetzt werden kann. Zum anderen muss ich immer sagen, wer einfach mal eine Baumwolle-Socke mit einer Bambussocke vergleicht, wird eben halt feststellen, dass die Bambussocke, ich sag mal, wie so ein Seidentouch hat. Sie fühlt sich also richtig softig, geschmeidig ist an, liegt auch wunderbar auf der Haut, hat den großen Vorteil, dass sie von Haus aus ohne chemische Zusätze antibakteriell ist. Das heißt also, hier haben aufgrund der chemischen Zusammensetzung der verwendeten Bambusviskose, wir reden also hier auch nicht von Fasern, sondern es ist die Viskose, es ist aus dem Zellsaft, ist das sozusagen produziert und chemisch aufbereitet. Und die wird dann praktisch sozusagen versponnen und damit erreiche ich ein unvergleichliches Gefühl. Hautgefühl. Also ähnlich wie bei der Schurwolle, die auch im Sommer kühlende Eigenschaft und im Winter wärmende Eigenschaft hat, hat dieses Material in etwa die gleichen Prämissen. Wir haben es auch hier mit einem sehr, sehr tollen Material zu tun. Es ist knittert kaum. Man kann es wunderbar waschen. Auch hier sollte wieder auf den Zusatz von Weichspüler verzichtet werden, damit sozusagen die natürlichen Eigenschaften des Bambus nicht übertüncht werden durch die Chemie, die in einem die in einem Weichspüler sozusagen drin ist. Und das sind dann sozusagen unsere besten Empfehlungen für die kommenden Wochen, Monate oder Jahre.
wo wir dann natürlich auch hier wieder auf der Suche nach passenden Lieferanten sind. Einen haben wir schon mal gefunden und wo ich auch finde, die sehen ja richtig drollig aus, auch hier mit dem lustigen Bambusmotiv, natürlich auch mit dem kleinen Panda-Bären. Und für die größeren haben wir das sozusagen in einer reinen Unisex-Farbe. Einmal klassisch für die Mädchen in Pink und für die Jungs in Blau, Jeansblau, erstmals geordert. Und ich denke mal, da werden wir in Zukunft noch weitere tolle Modelle euch vorstellen können. Das sei erstmal nur gesagt. Wie gesagt, ich kann es euch nur ans Herz legen. Wer als Mama immer schon mal sich über die Käsefüße des eigenen Nachwuchses aufgeregt hat oder gedacht hat, geht es denn nicht anders? Jawohl, es geht. Und manchmal ist halt wirklich bloß die Socke dran schuld. Also, informiert euch beim nächsten Mal, fragt einfach nach und wir helfen euch gerne. Bis zum nächsten Mal.